Mathieu Carrière, sie war meine Seelenschwester. Eine Gleichgesinnte, eine Soul Sister, eine Freundin. Mathieu Carrière wurde durch den Tod Christine Kaufmanns all das genommen, wie er im Interview vertritt. Die Schauspielerin war im Alter von 72 Jahren in München verstorben. Mit Christine Kaufmann ist nicht nur ein deutschsprachiger Stern am internationalen Filmhimmel erloschen. Mit ihr ist ein Persönlichkeit gegangen, die ein Druck bei ihren zahlreichen Wegpierten hinterlassen hat. Einer von ihnen ist Schauspieler Mathieu Carrière, 66. Er stand in Egon Schiele Exzesse mit Kaufmann vor der Kamera. Im Gespräch CH mit der Nachrichtenagentur Spot on News findet er ebenso ehrende wie bezaubernde Worte, um sich von seiner Seelenschwester zu verabschieden. Ich habe Christine sehr geliebt, beginnt Carrière. Wir waren beide, wenn man so will, geschundene Kinderstars. Sie wurde mit 8 Jahren in das Geschäft geworfen, ich mit 13. Romy Schneider gehörte auch dieser Gruppe an. Es ist schwierig, in diesem Alter eine eigene Identität zu finden. Sie ist quasi mit 16 Jahren in Hollywood unter die Erde gekommen. Ein Wunder, welch emotionale Intelligenz sie entwickelt hat. Kaufmann sei eine Powerfrau gewesen, die sich von nichts und niemanden habe unterkriegen lassen, egal, welche Steine man ihr in den Weg legte. Christine hat immer ihren hinreihenden Hintern, wieder hochgekriegt. Sie war ein Macherin, hat sich stets am eigenen Kopf aus dem Schlamm gezogen. Privates hat sie immer für sich behalten, ich persönlich wusste nichts von ihrer schweren Erkrankung. Dafür wusste Mathieu Carrière sehr wohl, welch bezaubernden Menschen er mit Christine Kaufmann zu seinen Freunden zählen dürfte. Für mich war sie wie eine Soul Sister, eine Seelenschwester. Wir waren auf derselben Wellenlänge, haben zusammen ungemein viel gelacht. Ich bin sehr traurig.